auf diesem Kanal, ach, ich habe Fernsehen geguckt. Ich gucke ja nie Fernsehen. Ich habe vor 2 Wochen schon geguckt. Ich habe eigentlich gucke ich nur immer eine Sendung Goodbye Deutschland und danach lief letzte Woche Montag eine weitere Sendung. Die haben wir dann einfach auch geguckt und da ging es ums Abnehmen. Also Abnehmen, wie hieß die Sendung? Mein Weg gegen die oder irgendwas mit Kilos, ist ja auch egal. Auf jeden Fall lief das Montag 22.15 Uhr und da gibt es 3 Folgen von und ich hatte mir halt die erste Sendung erstmal angeschaut. Also wir sind wirklich total gespannt gewesen, haben vom Fernseher gehockt, obwohl es schon so spät war und waren etwas irritiert, also was da gezeigt wurde. Es wurden 6 Personen gezeigt, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, eine kleine Zusammenfassung, 6 Personen. Eine von denen hatte eine Magen-Bypass-OP, wie auch immer, und hat dadurch 70, 80 Kilo verloren oder so. Und die wurde im Grunde genommen als, ich sag jetzt mal, Selbsthilfegruppen-Teamleiterin ausgewählt und hat das so ein bisschen moderiert. Die haben sich in regelmäßigen Abständen getroffen und haben dann halt eben ihre Geschichte erzählt und haben dann versucht, eigentlich nur ihre Geschichte erzählt, bis jetzt. Also das ist ja erst die 2. Folge. Und dann hatten sie halt auch ein paar Home-Stories gemacht. Also die haben die Probanden besucht zu Hause. Und unter diesen 6 Personen ist zum Beispiel ein Mann, ich weiß jetzt gar nicht, wie alt er ist, aber auch nicht ganz so alt, arbeitsunfähig, sehr stark adipös. Da sind wir übrigens, das habe ich mir auch geschrieben, super dicke oder super adipositas. Da habe ich auch noch nie gehört. Also adipositas ist ja die Fachbezeichnung, medizinische Fachbezeichnung für Übergewicht. Und ja, was jetzt super adipositas ist, keine Ahnung, aber ist ja auch egal. So, die haben zum Beispiel in der ersten Folge gezeigt, wie sich einer von denen Schokoriegel frittiert hat. Da hätte ich eigentlich direkt in den Fernseher springen können, weil ich mir überlegt habe, warum zeigt ihr so etwas? Die Leute kriegen doch ein Bild vermittelt von Übergewichtigen, was einfach auch irgendwo nicht stimmt und was einfach eine falsche Darstellung bietet oder dass die sich mit von Fastfood ernähren, ja, oder wie auch immer. Sam, die hat alles so gezeigt, so alles das, was natürlich Übergewicht fördert, was vielleicht auch zu diesem starken, also die waren wirklich an die 170, 80 Kilo oder sowas, das ist ja schon, kann sein, dass es dann, dass man dieses Gewicht nur erreicht, wenn man eben, weiß ich nicht, Fastfood oder so isst. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ja, war das halt auch sehr, sehr klischeebehaftet, was dort gezeigt wurde. Und da wurde halt so ein bisschen Werbung, sage ich jetzt mal, dafür gemacht, dass man sich unters Messer legt. Also das war deren, in der ersten Folge war das deren Lösung für das Problem. Also es wurde nicht, es wurde halt immer so gesagt, ja, das ungesunde Essen und so weiter und dies und das und jenes und ist zu viel und so. Es wurde aber auch nicht gesagt, was gesundes Essen ist, sondern halt immer nur so ein bisschen angeschnitten. Und dann halt immer, ja, und also ich will hier für meine, also 3 von denen, eine von denen war ja schon operiert, ich glaube, oder 2 wurden operiert. Eine hat irgendwie einen Magenbypass und die andere einen Schlauchmagen. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber 2 waren schon, wurden operiert und der eine wollte dann irgendwie noch eine OP und die müssen, also man muss dann auch einen bestimmten Anteil an Gewicht irgendwie selber verlieren, damit man da operiert wird. Ich weiß, ist auch egal. Auf jeden Fall ging es da sehr, sehr stark um diese, also es hatte wirklich so einen Touch von Werbesendung für chirurgische Eingriffe, um die Symptomatik des Übergewichts halt zu lösen, ja. Ne? Also fand ich jetzt nicht so toll. Das hat mich schon etwas wütend gemacht. Jetzt die 2. Sendung, da habe ich mir so ein paar Notizen gemacht. Und die 2. Sendung hat ein bisschen mehr gezeigt. Das heißt also, die haben so ein bisschen mehr in die Ursache, also nicht die Ursache, sondern ja doch schon so in dieser Vergangenheitsgeschichte und so gewühlt und so geguckt, warum oder warum missbrauchen die. Also das waren ja das sind ja richtige Probanden, die jetzt wirklich Nahrung missbrauchen. Das heißt also, einer hat erzählt, ja, dass sie nachts aufsteht und die 17-Jährige war das, glaube ich, mir genau, nachts aufsteht und aus Langeweile ist, nachts, ja, keine Ahnung, normalerweise schläft man ja nachts, ich weiß es nicht, aber das hat sie so erzählt und dass sie halt eben, ja, dann das kompensiert, weil ihre Eltern, bei der einen hat sich irgendwie, die Eltern haben sich getrennt oder so, also die haben wirklich sehr, sehr krasse, sehr starke Schicksale, dass die keine Nestliebe gespürt haben und einfach zerrüttete Familien. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und es kann sein, dass sogar alle
Sechstes aus zerrütteten Familien oder so kommen. Aber ja, die zweite Sendung hat mir persönlich so ein bisschen gezeigt, so okay, die kleben alle noch sehr, sehr stark in dieser Vergangenheit, in dem, was ihnen passiert ist oder worunter sie leiden halt eben. Oder ja, die 17-Jährige weint dann plötzlich, weil sie ja gehänselt wird in der Schule und weil sie ja schon immer übergewichtig war. Das sind so Sachen, das hat, glaube ich, alles irgendwas mit dem Selbstwertgefühl zu tun, weil ja, wenn man einfach erwachsen wird irgendwann, dann versteht man, dass man wegen allem, also wenn die jetzt einen nicht hänseln, weil man zu fett ist, werden sie einen hänseln, weil man zu dünn ist. Ich hatte eine Freundin in der Klasse oder eine Klassenkameradin, die hat immer zu wenig gewogen. Also die sah immer aus, als wenn sie wirklich Haut und Knochen wäre, obwohl die immer gegessen hat und so und hatte einfach so einen krassen Stoffwechsel. So, wenn, genau, die wurde halt immer gehänselt und hat auch natürlich bis heute leidet das Mädchen einfach drunter, weil sie einfach immer zu dünn ist. Und wenn man dann, wie gesagt, irgendwann erwachsen ist, dann wird man sehr schnell feststellen, dass wenn es nicht das Übergewicht, das Untergewicht oder sonst irgendwas, die Haarfarbe oder keine Ahnung was ist, Menschen haben einfach Spaß daran, Fehler bei einem zu suchen oder halt eben irgendwas zu finden, was in ihren Augen nicht richtig ist und einem das dann mitten ins Gesicht zu sagen. Deswegen, das sind so Dinge, die einfach auch, ja, irgendwie auch was mit Selbstwertgefühl oder Selbstbewusstsein, wie auch immer, zu tun haben. Und ja, da tat mir natürlich das Herz weh, ne? Weil gerade, ich glaube, die hat auch ein extremes, ich glaube, die hatte dann auch irgendwie über 160 Kilo, 17 Jahre alt. Dieser Leidensdruck, der muss einfach nur schlimm sein. Also der muss wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm sein. Natürlich war auch da habe ich mir so ein bisschen was aufgeschrieben, weil, was mir auch aufgefallen ist, dieses falsche Verständnis, beispielsweise einer, der auch bei seinen Eltern gewohnt hat. Da gab es dann Spaghetti Bolognese, also Spaghetti aus Auszugsmehl mit Bolognese gemischt. Und dann sagt er so, ja, aber wir könnten ja auch anderes essen, also wir können das ja gesund machen, so mit Vollkorn und nicht jetzt gemischt, sondern halt nur Rind und dann wäre das ja schon viel besser und eine kleinere Portion und so weiter. Und da habe ich mir auch so gedacht, okay, dieses falsche Verständnis einfach, was gesundes Essen ist oder was nicht gesund ist, aber ich sage nicht, dass Vollkorn oder so total ungesund ist, sondern ich sage einfach, dass für übergewichtige Menschen einfach diese Masse an Kohlenhydraten nicht gut ist, weil sie einfach, ja, der Körper kann einfach nicht damit umgehen und wenn man abnehmen will, dann ist es einfach so. Ja, und da auch dieses falsche Verständnis, dass Vollkorn besser sein soll als normale Nudeln, sage ich jetzt mal, diese Standardgeschichte. Dann, das war auch so, das habe ich mir auch geschrieben, genau, diese 17-Jährige sagt dann auch, ja, ich gehe dann nachts zum Kühlschrank und dann fällt es ihr schwer, sich halt für den Apfel und nicht für den Schokopudding zu entscheiden. Da blutet mir einfach das Herz, ja. Ich meine, ich kann es verstehen, ich wusste das in dem Alter auch nicht und ich hatte auch keine Ahnung von nix, aber ja, das ist eine Spirale, ein Leidensdruck, die kommen da einfach so nicht selber raus. Ich meine, wie sollen sie das denn schaffen, wenn man ein falsches Verständnis von Nahrungsmitteln hat oder von dem, wie die Nahrungsmittel in unserem Körper halt eben verarbeitet werden? Und wenn, ja, es ist leider egal, ob es ein Apfel oder ein Schokopudding ist, weil wenn der Apfel jetzt alleine gegessen wird in der Menge, die ein Apfel nun mal hat, dann hat er eine Wirkung auf den Körper und das ist einfach das Ghrelin, was im Magen gebildet wird, das ist ein Hormon, was noch mehr Hunger verursacht. Das hat einfach etwas mit unserer evolutionären, ja, Geschichte zu tun, dass es Obst und sowas selten gab und dann ja, wurde das ist einfach das Stecken der Natur drin, ne? Damit man dann halt viel isst, viel Vitamine und so weiter reinbekommt, ja, wird halt dieses Hormon gebildet, weil es halt selten war. Das sind aber so Dinge, das muss man wissen, das ist sehr, sehr schwierig und es ist tragisch, dass bis jetzt, also ich weiß ja nicht, was nächste Woche kommt, am Montag läuft ja die dritte Folge, dass bis jetzt denen das noch nicht so. Also es gibt niemanden dort außer Chirurgen, die denen irgendwie helfen, diesen Personen. Also die denen erklären, wie Ernährung funktioniert zum Beispiel. Oder ja, da wird halt einfach nur geguckt, Operation ja oder nein. Eine Sache haben die erzählt, was auch sehr interessant war, dass durch die Operation der Hormonhaushalt wieder sich von alleine normalisiert.
Das halte ich für sehr interessant. Es mag auch sein, dass das so ist. Also ich weiß, ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt oder ich habe auch keinen Bock, mich damit zu beschäftigen, ist auch egal. Dass einfach durch diese Schnitte oder durch irgendwas, dass es, weiß nicht, vielleicht weniger Hormone oder sowas gebildet werden und dadurch halt alles runtergeht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass diese Hormonverbesserung dadurch kommt, dass die Leute einfach dann monatelang kaum was essen können, außer irgendwie Eiweißshakes und so. Das ist natürlich auch ein Problem. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass dieser Sprecher da einfach auch sagt, ja, dass es halt auch eine Alternative gibt, ne? Also nicht nur die OP, dass sich der Hormonhaushalt reguliert, sondern einfach auch eine, ja, lange Reise mit Ernährungsumstellung, ein bisschen mehr Bewegung und halt Zeit. Aber das haben sie leider nicht gesagt. Und das ist so ein bisschen, naja, gut. Dann hatte ich mir, genau, dass die, was mich noch, ja, es wird auch so pauschalisiert, so nach dem Motto, ja, die Wirbelsäulenschmerzen, das, achso, super, super dicke, ne, Adipositas haben, sind unbeweglich, sind kurzatmig und haben Schmerzen und Knie und, weiß nicht, Wirbelsäule etc., Knie, Wirbelsäule und so weiter. Das mag sein, ich glaube, jeder hat da andere Symptome, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Fakt ist aber, das hat mit Sicherheit vielleicht auch was mit also mit den Gelenkschmerzen natürlich, vielleicht auch mit der Belastung des Übergewichts zu tun. Ich hatte solche Gelenkschmerzen nie, obwohl ich schon stark übergewichtig bin, immer noch und gewesen bin mit meinem plus 20 Kilo. Aber vieles geht halt weg, wenn man wirklich den Körper mit Nährstoffen versorgt, ja. Und das ist so etwas, was mir in dieser Sendung fehlt, weil da geht es, die verbinden Übergewicht mit den Schmerzen und sagen, ja, wenn das Übergewicht weg ist, dann sind automatisch die Schmerzen weg. Das stimmt aber nicht, weil ich habe zum Beispiel diese Wirbelsäulenprobleme gehabt oder so. Oder ich hatte auch andere Wehwehchen, die einfach weggegangen sind, weil ich meine Ernährung umgestellt habe, weil der Körper dann plötzlich sich nicht nur von kohlenhydratreichen Gemüse und Vollkornkohlenhydraten ernährt hat, sondern halt eben auch ja, besser, vielleicht auch besser alles aufnehmen konnte. Ich kann es natürlich nicht erklären, aber es ist ein bisschen einseitig, was dort gezeigt wird. Und mir geht das zu stark in diese Richtung. Die Leute, die fett sind, haben völlig ihr Leben ja, verloren, also so ihre, weiß ich nicht, die Kontrolle über das Leben, und dann hatten sie sich auch da unterhalten gehabt in diesen Gruppentreffen, und dann hieß es, ja, du hast ja die Kontrolle verloren, wenn du das dann, wenn du dann einen Fressanfall oder so hast, wo dann denke ich mir, Leute, das ist doch keine Kontrolle verlieren, das sind Hormone, die in diesem Körper wirken, ja, und diese Hormone werden immer wirken, das hat auch nichts mit Durchhaltevermögen oder sonst was zu tun, das ist, wenn ich, ja, wie soll man sagen, wenn der Körper nach etwas süchtig ist und wenn es in dem Fall eben die Kohlenhydratverbrennung, der Zucker, die Kohlenhydrate sind, das sind ja, die Leute sind ja nicht fettsüchtig, diese Leute sind ja kohlenhydratsüchtig. Eigentlich müsste das Kohlenhydratsucht heißen und nicht Fettsucht, ja, weil, ja, würden sie Fett essen und keine Kohlenhydrate, würde es ihnen ja auch besser gehen. Dann würden ja auch das Gemüse würde ja besser schmecken. Aber das wurde ja da auch behandelt, dass ja das Gemüse ja nicht schmeckt. Ja, das schmeckt nicht. Mir hat Gemüse auch nicht geschmeckt. Das war eine Qual, das runterzuwürgen, weil wenn man auf High Carb ist, dann schmeckt halt das Gemüse nicht so lecker, ne? Dann will man eher nur Karotten essen, rote Paprika und Mais, weil das ist so das beste Gemüse, was extrem viel Glukose hat sozusagen, so Zucker, und das schmeckt nun mal dann am besten. Aber das sind so, ja, da fehlte mir halt jegliche Erklärung. Und die sich ja auch operieren lassen hat, sie scheint auch ich weiß es nicht genau, aber sie scheint auch nicht besonders viel Ahnung von Ernährung zu haben oder auch, ja. Es wurde denen eben nicht klar gemacht, den Leuten, oder es wird auch nicht gezeigt. Also keiner von denen weiß, warum sie übergewichtig sind. Alle glauben tatsächlich, oder vielleicht nicht alle, aber die meisten von denen glauben tatsächlich, dass sie einfach Probleme kompensieren mit Essen. Und das ist mit Sicherheit, kann es sein, dass es auch so ist, aber es ist nicht ausschließlich der Fall. Ja, weil, ja, das ist so ein bisschen einseitig alles. Und irgendwann kam auch, ich weiß nicht, ob in der ersten Folge oder in der zweiten Folge, ging es auch darum, dass einer von denen
eine Borderline-Persönlichkeitsstörung hat, ja, dann ist natürlich ein Symptom Übergewicht und ein Teil dieser Haupterkrankung, und zwar dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung, ist natürlich dann ja eine Begleiterscheinung. Also das ist ja, die Hauptkrankheit ist ja nicht das Übergewicht, sondern es ist ja nur ein Symptom des falschen Verhaltens aufgrund der psychischen Erkrankung. Und da wurden jetzt wieder auch alle so ein bisschen in dasselbe Boot geschmissen, ne? Also das wird jetzt alles so über den Kamm geschert. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, weil ich weiß auch gar nicht, ob ihr versteht, wo mein Problem ist, weil ja, ich habe jetzt auch kein Beispiel dafür, aber ich finde nicht, also das Symptom, man kann, die Ursache ist ja oftmals einfach, also einfach falsches Essen aufgrund falscher Erziehung, falscher Esserziehung und nicht irgendwelche psychischen Erkrankungen oder ja, das ist genauso wie wenn ich, okay, ein Beispiel hätte ich, wenn ich jeden Tag ein Glas Wein trinke, dann bin ich noch lange nicht abhängig davon, also schon wahrscheinlich aus Gewohnheit, aber ich trinke ja dann nicht, weil ich traurig oder so bin, ja, oder weil ich Probleme kompensiere. Es gibt aber Leute, die kompensieren halt irgendwas damit. Das ist genauso wie mit diesen Phänomenen, die dann sich von der Arbeit total gestresst nur entspannen können, wenn sie Schokolade essen. Das hat einfach was damit zu tun, dass sie das so gelernt haben. Ja, das hat aber nichts damit zu tun, dass sie jetzt ihre Kindheitsprobleme irgendwie bewältigen wollen damit. Also das ist so ein bisschen, es wird alles wirklich so in einen Topf geschmissen. Und die Lösung für das Problem ist eine OP. Und das finde ich ganz schlimm. Das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Genau, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, dann wird natürlich auch gezeigt, wie unglaublich beratungsresistent sie sind, ja, und wie sie halt nicht wollen. Oder zum Beispiel, sie hatten einen besucht gehabt, das war, glaube ich, auch der mit der Störung. Bei dem war es einfach dreckig zu Hause. Der hat irgendwie nie geputzt, nie aufgeräumt. Das war total dreckig. Der hat einen YouTube-Kanal, wo er verwirrende Dinge irgendwie hochlädt. Und da sind so, ja, da sind so, also da müsste man eigentlich sie selbst vor schützen, ne? Diese Personen, die dann aufgrund ihrer Erkrankung dann öffentlich ja, sich selbst zerstören. Also ich weiß nicht, das ist mir ein Rätsel, warum das überhaupt möglich ist. Aber ja, da ist es natürlich dann ja wieder was anderes halt eben, ne? Und das Übergewicht dann halt ein Symptom von einer Begleiterkrankung sozusagen. Ja, ich bin unglaublich gespannt. Ich weiß nicht, ob das überhaupt einer von euch geguckt hat. Ihr könnt mir das gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr eine oder zwei Folgen bereits schon gesehen habt. Wenn nicht, ihr könnt euch das ja, online ist das ja noch verfügbar, könnt ihr euch das anschauen. Ich bin sehr gespannt auf nächste Woche und ja, ich werde es gucken, weil es interessiert mich, wie es weitergeht. Und mittlerweile sind die Personen, also ich habe mittlerweile wirklich Mitleid mit denen, dass sie auch, also ich finde es gut, dass sie dort sich so zeigen, dass sie das auch ja einfach erzählen, weil immer wenn man, also manchmal braucht man als Betroffener jemand anderen, den man dann sieht, wo man dann sieht, oh, ich bin ja vielleicht auch so oder ich habe dieselben Probleme oder ja, das ist jetzt die Lösung für mich oder so, ne? Das ist halt, manchmal braucht man so ein bisschen Vorbilder oder halt so ein bisschen so ein Anstoß, um überhaupt mal das Problem zu erkennen, weil ja, es ist halt schwierig. Das Leben ist halt eben schwierig. Das ist nun mal so. Und man muss halt lernen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Nicht immer so in dieser Vergangenheit zu. Das ist das, was mich auch am meisten gestört hat. Ja, dieses ständige, ja, meine Eltern haben sich vor 15 Jahren getrennt. Ja, das war vor 15 Jahren. Ja, irgendwann musst du auch mal einen Strich drunter ziehen. Und da macht es auch meines Erachtens keinen Sinn. Das ist aber nur, also meine persönliche Ansicht, ne? Dass es keinen Sinn macht, dann sich jahrelang irgendwie therapieren zu lassen und da die ganze Zeit immer und immer wieder das hochzuholen, sondern es ist viel, viel wichtiger im Leben einfach mal nach vorne zu schauen, Probleme zu erkennen und sie ja nach Lösungsansätzen zu suchen und nicht einfach sagen, ja, okay, wenn ich jetzt, da war zum Beispiel eine Szene, da hatte einer von denen einen Termin bei einem Chirurgen. Und hatte gesagt, ja, nee, also wenn sie mich da jetzt so nach dem Motto in 2 Wochen nicht operieren, ja, dann mache ich einfach so weiter, ne? So
anstatt sich das mal anzuhören, was dieser Arzt zu sagen hat und zu einfach sich mal so ein paar Tipps anzuhören. Man muss ja nicht immer alles gleich machen, aber manchmal bekommt man einen falschen oder relativ falschen Tipp im wahren Leben, der dann aber auf den richtigen Weg einbringt. Und das ist auch so wichtig, finde ich. Also der einen vielleicht auch mal zum Nachdenken bringt und dann passiert, also das ist so ganz komisch, aber wenn man gar nichts macht, dann wird man nie zum Ziel kommen. Man muss immer so ein bisschen was machen und auch wenn man sich in eine falsche Richtung bewegt, dann kommt man trotzdem auf den richtigen Weg. Über Umwege. Das ist so wie mit dem Vollkorn damals. Ja, hätte ich das mit dem Vollkorn nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich niemals diesen Weg hier gefunden und ich wäre niemals so weit gekommen. Aber dass Vollkorn jetzt für mich persönlich nicht gut war, ist eine andere Sache. Aber hätte ich diesen Umweg vielleicht nicht gemacht, hätte ich das vermutlich bis hierhin nicht geschafft. Das ist halt so ein Beispiel. Naja, gut. Ja, das war halt eine sehr interessante Sendung. Ich kann es kaum erwarten. Heute ist Freitag, aber am Montag läuft es dann wieder. Ja, mal sehen. Ich wünsche es allen, dass sie das irgendwie schaffen und dass sie auf den richtigen Weg alle kommen. Es wäre natürlich wünschenswert, wenn auch ein bisschen so erzählt wird auch in der Sendung, woran es wirklich liegt. Ne? Also dass es halt diese falsche Ernährung ist, die wir propagiert bekommen seit Jahrzehnten, dass es auch so ein bisschen der Bewegungsmangel ist, dass wir so ja, mehr aktiver sein müssen und nicht einfach nur, ja hier Sportstudio, gehen wir fünfmal die Woche dahin, erstmal ein bisschen weniger und das war's. Ne? Oder erstmal ein bisschen mehr Gemüse oder so. Ja, das würde ich mir wünschen. Das wird vermutlich nicht passieren, aber wir werden sehen. So, jetzt habe ich hier schon wieder so lange gequasselt, aber das brannte mir einfach so ein bisschen auf der Seele. Und ich wollte unbedingt noch die zweite Folge abwarten, bis ich dann jetzt endlich Zeit hatte, sie zu schauen. Ja, wir werden sehen. Genau, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das gesehen habt und was euer Empfindens, also was habt ihr gesehen, also hat das irgendwas mit euch gemacht, das ist nämlich die interessante Frage, ne? Was macht das mit dem Zuschauer, bringt es einem zum Nachdenken, macht es einen sauer oder sonst irgendwas. So, ich werde jetzt, okay jetzt nicht, in ein paar Stunden, ich warte noch, mein kleines Planschbecken, das diejenigen, die mir auf Instagram folgen, haben das ja schon gesehen, das Planschbecken ist mittlerweile Gott sei Dank voll und die Filteranlage läuft, ich muss jetzt warten, bis es ein bisschen wärmer wird. Aber ich werde auf jeden Fall heute noch ein bisschen planschen gehen und vielleicht ein paar Bilder mit meinen Einhorn machen. Mal gucken. So, jetzt werde ich das Video erstmal hier hochladen. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir uns die nächsten Tage sehen. Ich werde versuchen, ein bisschen was zu machen, vielleicht fürs Wochenende, damit ihr so ein bisschen einen Einblick habt in mein lustiges Leben hier. Ja, gut. Bis dahin. Tschüss.